Chaos beim tabellenletzten Sportfreunde Lotte. Der Fußball-Drittligist hat sich einen Tag nach der aufsehenerregenden Suspendierung einiger Spieler von Trainer Matthias Mauksch getrennt. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 49-Jährigen einvernehmlich aufgelöst, auch Co-Trainer Nico Debritz muss gehen. Erst am Donnerstag hatte Mauksch mit der Rückendeckung der sportlichen Leitung 4 Profis freigestellt. Tim Wendel, Alexander Langnitz, Maximilian Österhellwig und Nico Neidhardt kehren nach dem Abgang des Trainers nun offenbar wieder ins Team zurück, das berichten die Westfälischen Nachrichten. Das Training übernehmen nun vorerst Jugendkoordinator Klaus Bienemann und U19-Trainer Andi Steinmann. Beide werden auch im Ligaspiel am Sonntag, 13 Uhr, gegen den Halleschen FC auf der Bank sitzen. Mauksch war seit Sommer 2017 schon der 5. Trainer, der die Lotte-Profis betreute. Er hatte den Job erst am 1. Juli dieses Jahres übernommen, holte aus den ersten 4 Saisonspielen aber nur einen Punkt. Nach den Suspendierungen am Donnerstag solidarisierten sich zahlreiche der übrigen Profis mit den 4 betroffenen Spielern. Bei der Trainingseinheit am Nachmittag standen lediglich 5 Feldspieler und ein Torhüter auf dem Spielfeld. Sit,